Peace Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns mit den FIFA 19 Player Ratings. Ja, EA hat jetzt die letzten Tage rausgehauen, gestern die ganze Zeit die Ikonen revealed, die neuen Ikonen, die es im FIFA 19 geben wird. Wenn ihr darüber noch nicht Bescheid wisst, dann kann ich euch ganz kurz mein Instagram-Profil ans Herz legen. Denn dort habe ich eine gespeicherte Story, geht einfach auf mein Profil drauf, dann seht ihr diese Story direkt, die heißt Icon Reveal und dort findet ihr alle neuen Ikonen, die ja gestern von EA veröffentlicht wurden. Und ansonsten beschäftigen wir uns heute mit den Player Ratings, denn die ersten Ratings sind draußen, Top 100, so wie sie es jedes Jahr machen. Und ja, kurzer Trailer dazu ist auch rausgekommen, Link zu diesem Trailer packe ich euch auch in die Beschreibung, könnt ihr euch gerne angucken. Und jetzt legen wir direkt los und gucken uns die Ratings an. Let's go. So, auf Platz 100 haben wir schon mal direkt Kostas Manolas, sieht sehr, sehr nice aus. 83 Pace, 86 Defense, 82 Physis. Kann man so auf jeden Fall schon mal machen. Und kommen wir zu Platz 99. Wir haben hier, wie gesagt, Platz 100 bis 81. Auf Platz 99 haben wir Mahrez. 5 Sterne Skills hat er beibehalten. 85 Pace, 90 Dribbling und 81 Passen. Das sind so die Werte, die eigentlich so ein bisschen herausstechen bei ihm. Ansonsten 59 Physis ist jetzt nicht so geil. Mal gucken, Mahrez, 4 Sterne Weak Foot, aber das ist ganz nice. Und 5 Sterne Skills, das geht immer klar. Dann auf Platz 98 haben wir Zlatan Ibrahimovic. Hat ein Downgrade im Gesamtrating bekommen, aber er hat seine 5 Sterne Skills wieder zurück. Letztendlich wird das trotzdem nichts bringen, denn gucken wir uns einfach mal sein Pace an. 59 Pace, 78 Physis. Ich denke, die Physis wird hier runtergezogen aufgrund seiner Ausdauer, die wahrscheinlich nicht mehr so krass ist. Stärke dürfte er immer noch sehr, sehr gut haben. Sprungkraft war bei ihm auch noch nie so heftig. Und ja, Ibrahimovic leider sonst nicht wirklich zu gebrauchen. Ist auch in keiner krassen Liga, muss man dazu sagen. Trotzdem wird Zlatan immer eine Legende bleiben. Kommen wir zu Platz 97, Raheem Sterling. Sieht nice aus, 85er Gesamtrating. 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weak Foot. Ist jetzt nicht so krass. Dribbling meiner Meinung nach ein bisschen niedrig, oder? Ich hätte jetzt Raheem Sterling schon auf 90 getippt. Sonst Schuss nicht so geil, passen nicht so heftig. Naja, die Karte ist so, naja. Matuidi auf Platz 96, 78 Pace, 83 Defense, 83 Physis. Geht noch in Ordnung, high Work Rates, 2 Sterne Weak Foot ist natürlich... Hatte der sich vorher oder hat er einen Downgrade bekommen? Ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, weil der es schon vorher hatte. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob er vorher schon 2 Sterne Weak Foot hatte. Das kommt mir irgendwie niedrig vor. Marco Asensio ist jetzt eine Flügelkarte und dementsprechend, naja, eher nicht so gebrauchbar. Die Stats wären sehr, sehr nice für eine zentrale Karte. Aber wir haben ja FIFA 19, die Dynamic Tactics. Dementsprechend sind die Positionen eigentlich ziemlich egal. Wir stellen einfach über die Dynamic Tactics ein, dass wir innerhalb direkt der ersten Minute die Formation umstellen. Und dann kann man auch einen Flügelspieler in der Zentrale spielen lassen. Marco Asensio auf Platz 95 sieht sonst sehr, sehr nice aus. Einziges Manko halt, wie gesagt, Position und 3 Sterne Weak Foot. Kommen wir zu Milinkovic-Savic, der auf Platz 94 ist, der sehr, sehr gehypt war im FIFA 18. 69 Pace nur. 69 Pace nur, ansonsten immer noch 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skills, was sehr, sehr nice ist. Die restlichen Werte auch sehr nice. Gibt man ihm halt einen Shadow oder einen Hunter, dann passt das. Kommen wir zum nächsten und das ist Joshua Kimmich. Kimmich leider, wie auch aufgrund des Tempos, nicht so geil. Kimmich, muss ich sagen, war sogar im Head-to-Head-Modus nicht wirklich krass. Ich kann euch an dieser Stelle nochmal das Match von mir gegen Salzor ans Herz legen auf seinem Kanal. Gönnt euch das und guckt euch einfach mal, wie Kimmich sich auch vom Stellungsspiel verhalten hat. Extreme Katastrophe. Und die Karte leider auch nicht wirklich nice. Kommen wir zu Platz 92, Edin Dzeko. Naja, 66 Pace für einen Stürmer ist eigentlich schon direkt Durchfallkriterium. Machen wir weiter auf Platz 91, Koke. Linker Mittelfeldspieler mit 69 Pace ist jetzt auch nicht wirklich das Wahre. Ist langsamer, glaube ich, geworden. Ist keine zentrale Karte mehr. Dementsprechend gehen wir weiter zu Marco Reus. 85er Gesamtrating, 85 Pace, 86 Schuss, 82 Passen. Sehr, sehr nice Stats. Geht auf jeden Fall noch klar, Marco Reus. Kommen wir zu Platz 89, Felipe Luis. Als Außenverteidiger 75 Pace ist halt leider auch... Wie gesagt, man muss halt natürlich abwarten, wie krass Pace... wie wichtig Pace im FIFA 19 sein wird. Aber wie gesagt, Pace ist in den letzten Jahren immer Meta gewesen.
Und wenn du dann einen Außenverteidiger mit 75 Pace hast, ist das meistens nicht so stark. Vielleicht von Anfang geht das noch in Ordnung, aber dann, wenn das Spiel schon so 2-3 Wochen alt ist, dann geht das schon fast gar nicht mehr. Dementsprechend machen wir weiter auf Platz 88, Vincent Kompany. 56 Pace für einen Innenverteidiger, auch genau dasselbe. Ansonsten eigentlich coole Stats, 85 Defense, 81 Physis geht in Ordnung, aber Pace leider zu wenig. Dann Arjen Robben, und das hatte ich vorhin schon auf Twitter gesehen. Mega krasses Downgrade im Pace. Nur noch 79 Pace. Ich glaube, letztes Jahr hatte der noch 88 oder sowas. 85er Gesamtrating, Gesamtrating auch runtergegangen. Ja, 2 Sterne Weak Foot, ist klar. Mehr hat er auch eigentlich hat er nicht verdient. Aber ist er wirklich so langsam geworden? Ich weiß nicht, ob der wirklich so langsam geworden ist. Egal. Kommen wir weiter zum nächsten. Alisson. Geile Karte. Sieht sehr, sehr nice aus. Freue ich mich schon drauf, den das ein oder andere Mal zu testen. Auf den habe ich Bock. Und geile Karte, wie ich finde. Kommen wir zu Platz 85. David Alaba hat, glaube ich, auch im Pace ein Downgrade bekommen. Ja, muss man mal gucken, ob Alaba noch so krass ist wie in FIFA 18. Ich meine, in FIFA 18 war er schon schwächer als in FIFA 17. In FIFA 17 war der sick. Und jetzt sieht er noch schwächer aus. Schauen wir mal, was mit Alaba in FIFA 19 geht. Kommen wir zu Platz 84. Das ist Fabinho. Für ein ZDM sehr, sehr nice Werte. 71 Pace ist eigentlich ganz, ganz okay. Geht, also ist an der Grenze. Wenn man sich die Werte so anguckt, scheint aber 71 Pace, wenn man so den Durchschnitt nimmt, gar nicht so verkehrt zu sein. Ist ein bisschen niedrig, klar, aber Fabinho hat auch eine gewisse Größe und dementsprechend auch eine gewisse Präsenz. Dementsprechend glaube ich, dass Fabinho trotzdem sehr, sehr nice sein wird. Jetzt kommen wir zu Vidal und das habe ich gerade schon getwittert, denn Vidals Karte habe ich mir gerade schon angeguckt. Und das ist krank. Was ist mit Arturo Vidal passiert? 57 Pace. Ihr könnt euch an das Video erinnern, wo ich meine Teams vorgestellt habe und ich Vidal in einem Team eingebaut habe. Und da hatten schon einige von euch kommentiert, dass Vidal ein krasses Pace-Downgrade bekommt. Und ja, da ist es. Vidal mit den Stats leider nicht mehr nutzbar. Wow. Warum? Ist der... Was hatten wir letztes Jahr noch? An die 80? 78 oder sowas? Und jetzt 57, einfach minus 20 im Pace. Das ist heftig. Van Dijk hatte ja schon mal zugesagt. Van Dijk war im Head-to-Head-Modus übertrieben sick. 71 Pace, 85 Defense, 84 Physis. Ja, da bin ich mal auf die Ingame-Sets gespannt, denn Van Dijk war im Head-to-Head-Modus übertrieben krank und gehört zu, für mich im Real-Life zu einer der besten Innenverteidiger, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger aus der Premier League. Der ist so ein Tier, der Typ. Kommen wir zum letzten Spieler des heutigen Videos. Es ist Diego Costa, auch 85er Gesamtrating, 75 Pace. Und wenn wir uns jetzt mal daneben einen Arjen Robben halten, der hat 79 Pace. Diego Costa ist fast so schnell wie Arjen Robben. Arjen Robben ist zwar alt, Boys, aber wenn die beiden in einem Sprintduell gegeneinander laufen würden, würde Arjen Robben dem sowas von davonziehen. Da bin ich mir so sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Diego Costa 2 Sterne Skills, ja? Also ich meine, 3 Sterne Skills ist schon schwach für einen Stürmer, aber 2 Sterne Skills, der kann nicht mal Roulette, glaube ich. Das ist natürlich... Keine Ahnung, also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sich auch die Ratings mal so anguckt, spanische Liga, wir haben hier Vidal, wir haben Asensio, wir haben Diego Costa, wir haben Koke, Felipe Luis, wen haben wir noch aus der spanischen Liga? Das war's. Also die Spieler, die hier aus der La Liga sind, die sind meiner Meinung nach alle nicht wirklich gebrauchbar. Keine Ahnung, das soll es erstmal gewesen sein. Das sind die ersten Ratings. Lasst mir eure Impressionen zu diesen Ratings in den Kommentaren da. Seid ihr mit den Ratings einverstanden? Seid ihr mit den Werten von diesen Spielern einverstanden? Größte Überraschung für mich, beziehungsweise größte Enttäuschung für mich ist natürlich einmal Vidal. Robben geht so, weil der war schon halt in dem letzten FIFA-Teil eigentlich gar nicht so zu gebrauchen, obwohl ich Robben eigentlich im Real Life ziemlich feier. Und... Van Dijk. Ich hätte Van Dijk ein bisschen krasser erwartet und ja. Aber größte Überraschung für mich aus diesem Video bisher ist Alisson. Ja, lasst mich gerne wissen, wer eure größte Überraschung aus diesem Video ist und wer eure größte Enttäuschung aus dem Video ist. Ich bin raus, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Peace out und ciao.